Die Typen darf ich nicht adden. Die muss ich vorher töten. Ich bin ja recht schnell hier unten. Also... Pat ist noch happy. So, ich töte die auch in der Kill-Reihenfolge. In der richtigen Reihenfolge, so wie ich hier ankomme. Taunt. Oh, das Netzen, das hätte schnell tödlich enden können. Oh mein Gott. Ich bin mal gespannt, ob die Booty Babe Wachen mir helfen bei dem. Oder ob die mich dann angreifen. Das wäre schlecht. Vielleicht sollte ich es nicht riskieren. Das teste ich vielleicht mal mit einem anderen Char, der sterben darf. Ob man Sachen nach Booty Bay und Ratchet und so weiter ziehen kann. So, den noch. Das ist die falsche Seite, wie immer. Und dann ziehen wir den ruckzuck hier lang, sodass wir nicht vom Respawn betroffen sind. Das hier ist die schwierige Sektion von dem Kite. Ach, come on. Sollten wir aber schaffen können, bevor die respawnen. Ja, ich muss ihn auch nicht unbedingt nach Booty Bay ziehen. Ich hatte ihn gerade schon auf 50%. Und ich hätte ihn im Grunde endlos weiterkiten können. Ich hätte mich sogar retten können von der Situation, wenn ich den Arcane-Shot etwas früher gemacht hätte auf den. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er mir so lange folgt. So. Cheetah. Was ist hier los? Wer ist das? So, jetzt muss ich aufpassen mit meinem Mana. Seh nix. Ah, es ist ätzend, Mann.
Nice. So. Hat ein bisschen lange gedauert, aber kleine Probleme, was den die Kameraperspektive angeht, aber wir haben es dann doch noch geschafft.